name, please? Will you repeat this oath after me? I swear by God. The Almighty and Omniscient. That I will speak the pure truth and will withhold and add nothing. We must sit down. There's no translation coming through. Me. You heard. Ukrainische Mädchen für deutsche Haushaltung zur Verfügung stellte. Diese drei Dokumente zeigen zusammen, dass Speer und sein Ministerium nicht für die Zahl, sondern überhaupt für die Zahl der nach Deutschland gekommenen Arbeitskräfte verantwortlich gemacht werden kann. Ich möchte ferner ein Dokument überreichen als Speer-Exhibit Nummer 8. Im Dokumentenbuch, Herr Präsident, ist es bezeichnet mit 02 und befindet sich auf Seite 26 des englischen Textes. Es ist eine Sitzung der zentralen Planung. Dr. Fleischner, you're not stating the exhibit numbers of any of these documents, so that you're not offering them properly in evidence at all. I mean, you're... Klage ist die Niederschrift der Sitzung bei Hitler am 4. Januar 1944, die unter Nummer 1292 PS als USA-Exhibit 225 eingereicht worden ist. Ich darf Bezug nehmen auf Seite 28 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Wie kam diese Sitzung zustande? Sie wurde auf Wunsch Hitlers einberufen. Aus welchem Grund? Um die Streitigkeiten zwischen Saugel und mir zu beenden. Was war die Entscheidung Hitlers? Die Entscheidung war ein unbrauchbarer Kompromiss, wie oft bei Hitler. Die Sperrbetriebe sollten aufrechterhalten werden und Sauge ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Dabei gab Hitler schärfste Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den Forderungen Saugels mit allen Mitteln nachzukommen. Waren Sie mit dieser Entscheidung einverstanden? Nein, keineswegs. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 8,5, 7 und einem Jahr. I'm married and have three children aged 8, 7 and 1 years old. Describe your military career to us briefly. Ich bin im Jahre 1919 in die damals noch alte Armee eingetreten. I entered the then still so-called old army in 1919. Und habe mich später im 100.000 Mann hier auf 12 Jahre verpflichtet. And later signed up for 12 years in the 100.000 men army. Ich war dann ein Jahr Zugführer. I was a platoon leader then for 1 year. Dann 3 Jahre Kompaniechef. Then company commander for 3 years. Und wurde Anfang 1939 Abteilungskommandeur. And became battalion commander early in 1939.
Als solcher habe ich im Kohlenfeldzug bei der Panzerdivision Kempf einer Wehrmachtsdivision mitgemacht. Noch vor Beendigung der Aufstellung wurde der Korpsstab am 31. August 1944 beginnend nach dem Westen verlegt. Even before the unit was organized, beginning of 31st of August 1944, the headquarters staff was transferred, was moved towards the western front. I took over the corps preparations for the Ardennes offensive started at once. Also attempted in the short time which was available to me to familiarize myself with the commanding officers and the troops. Mich interessiert insbesondere, wer von der 6. Armee dabei war. I am particularly interested in who was present from the 6th Army. Der Oberbefehlshaber Generaloberst Dietrich. The Major General Engel, the commanding officer of the 12th Volksgrenadier Division. Oberführer Munke, Kommandeur 1. SS-Panzerdivision. Brigadier General Munke, the commander of the 1st SS Panzer Division. This regimental order of Piper was attached to the report. Ich habe ihn gelesen. I read it. Er enthielt die üblichen Ziffern eines normalen Regimentsbefehls. It contained the paragraphs usually found in a regimental order. Ich erinnere mich daran, dass die Ziffer über Marschgliederung und Marschfolge sehr lang war. I remember that the paragraph about the organization of a march and the you know the commanding officers and the troops when you took over. Nein, ich kannte weder Kommandeure noch Truppe. No, I didn't know either the commanders or the troops. Sind Ihnen bei Übernahme des Korps irgendwelche Tatsachen über die Unzuverlässigkeit der Truppen in Bezug auf die Einhaltung der Genprogramme geworden? Was anything made known to you when you took over your position concerning the unreliability of the troops and their observance of the directives of the Geneva Convention? Nein. No. Sie haben bereits erwähnt, dass Sie so weit wie möglich versucht haben, in dieser kurzen Zeit Kommandeure und Truppen kennenzulernen. Ist das richtig? You have already mentioned that during a short time at your disposal, you made an attempt to familiarize yourself with the commanding officers and troops. Is that right? Das ist richtig. That's right. Hatten Sie dieselben Divisionäre die Pflicht, in deren Vorgänge, soweit sie zurzeit ihrer dienstlichen Tätigkeit abspielen? Also Verstöße gegen die Genfer Konvention unverzüglich zu melden. Did your division commanders have orders to report any such incidents as, for instance, violations of the Geneva Convention to you promptly? Selbstverständlich. Of course.